Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen im Saal und mehrere vielleicht auch noch zu Hause zu dieser späten Stunde. Beratung ausgiebig, wie der Kollege Mustafizade schon sagte, im Haushalt- und Finanzausschuss abschließend am 26.06. des Jahres. Da sind eigentlich alle Argumente genannt worden. Auf das entsprechende Protokoll verweise ich. Ebenso behandelt abschließend am 12.03.2014 im Ausschuss und Unterausschuss Landesbetriebe Sondervermögen. Auch auf dieses Protokoll verweise ich. Und ich verweise insbesondere in dem Zusammenhang nicht auf das Protokoll, wenn es darum geht, die Verwaltungsanweisung einmal heranzuziehen, auf deren Grundlage statt einer einfachen gesetzlichen Änderung nunmehr ein Bürokratiegebilde aufgebaut worden ist, welches abzuarbeiten schon fast einen Verwaltungslehrgang erfordert. Bürokratieaufbau statt Bürokratieabbau, alleine das rechtfertigt, wie auch schon im vorangegangenen Haushaltsgesetzgebungsverfahren die Anträge von CDU und den Piratenfraktionen im Hinblick auf eine Abänderung des § 15 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes abzielten, maßgeblich. § 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz ist unzureichend im Hinblick auf die Transparenzbestimmung. Es kann einfach nicht angehen, dass Grundstücke in öffentlicher Hand, im Eigentum öffentlicher Hand befindlich, durch ein einfach durch Verwaltungsvorschrift geregeltes Verfahren veräußert werden soll. Öffentliche Ausschreibung muss hier ganz klar die Zielsetzung sein. Uns Piraten ist es unter Berücksichtigung gerade dieses Transparenzaspektes völlig unverständlich, wie die Landesregierung bzw. wie die regierungstragenden Fraktionen sich dem verweigern, wo doch alleine im Koalitionsvertrag gerade das Wort Transparenz in Versalien, glaube ich, gerade mal um die 50 Mal auftaucht. Warum gerade an dieser Stelle die Transparenz weniger gelten soll und das intransparente Verwaltungsverfahren gewählt wird, ist uns und bleibt uns ein Rätsel. Dem Antrag der CDU stimmt die Piratenfraktion jedenfalls zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek.